Du warst ja gerade mit mir zusammen hier in dieser DGFP-Veranstaltung und dann in der Session Twitter. Was hat dich persönlich beeindruckt? Was hast du dir da mit rausgenommen? Im Prinzip bin ich jetzt erstmal ins Nachdenken gekommen. Es gibt ja die persönliche Seite, meine Rolle in meinem Job und quasi wie man das fürs Unternehmen nutzen könnte. Ich glaube, ich denke im Moment am meisten darüber nach, wie wir die Vernetzung besser gestalten können und das Ganze mit Fachlichkeiten verbinden. Wie ist es denn bei dir? Also mich hat das eben sehr fasziniert, gerade dieses Medium Twitter, einmal natürlich für sich persönlich. Er ist ja sehr stark darauf eingegangen, auch eine Reputation im Endeffekt aufzubauen, aber auch sich innerhalb des Unternehmens zu vernetzen oder sich auch zu positionieren als nicht nur persönlich, sondern auch als Abteilung, zum Beispiel Personalentwicklung. Wer sind wir eigentlich? Was machen wir eigentlich? Was können wir eigentlich tun? Und darüber immer wieder in die Kompetenz im Endeffekt zu repräsentieren im Unternehmen über Beiträge, die man in Twitter dann eben einstellt und regelmäßig am Ball bleibt und diese Vernetzung zu betreiben. Wie war das bei dir? Meinst du, das geht um fachliche Themen oder also für Mitarbeiter, um dann untereinander innerhalb von EOS in dem Fall zu agieren? Oder? Also ich glaube, das ist bei uns echt noch ein Entwicklungsfeld. Wir haben super viele Ingenieure, die fachlich unfassbar weit sind. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass die schon miteinander vernetzt sind. Aber das Wissen, also in dem Fall bei uns bei P darüber, wie sie das eigentlich machen, da komme ich gerade so in Fragen tatsächlich. Weil ich das glaube ich, also ich weiß es nicht und ich glaube auch unser Personalbereich weiß es nicht oder unsere Führungskräfte. Wissen das nicht, im Sinne von, wie kann ich das eigentlich nutzen? Wie schätzt du das bei euch an? Wie hoch ist der Vernetzungsgrad? Also ich glaube, vernetzt sind wir schon ganz gut, dadurch, dass wir so Blogs haben, über die Mitarbeiter auch schon miteinander kommunizieren oder eben auch schreiben. Und insofern passt dieses Twitter-Modul, glaube ich, ganz gut bei uns mit rein. Ganz genau bin ich klar, bin ich mir da auch noch nicht drüber. Ich habe es gerade ja eben auch genau wie du gehört. Das heißt, ich musste auch noch mal drüber nachdenken. Aber ich glaube schon, dass das ein tolles Medium ist. Und mir persönlich hat das, glaube ich, gerade einige Denkanstöße hier gegeben. Ich glaube, das ist in der ganzen Runde so gewesen.